Huhu, ihr Lieben da draußen. Ach ja, hier ist mal wieder die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com aus dem sehr heißen Andalusien. Ich hoffe, die Kamera macht mit. Die wird nämlich immer zu heiß. Ich musste jetzt auch nochmal neu anfangen, weil der Traktor vorbeikam und irgendwie alles schief lief. Und da ist sie ja schon ein bisschen heiß. Also ich hoffe, das klappt jetzt alles. Und heute habe ich wieder ein Unboxing für euch. Und zwar von einem deutschen Deck und von dem Deck Karten der Partnerschaft, Liebe in Partnerschaft und Beziehungen. Das ist von dem Chuck Spezzano und die Illustration hat die Petra Kühne gemacht. Und das Ganze ist vom Vianova Verlag. Ja. Und ja, das möchte ich jetzt, das ist ein Geschenk, das möchte ich jetzt ausboxen mit euch. Und wenn du Lust hast, mich dabei zu begleiten, dann bist du natürlich herzlich eingeladen. Wie immer mache ich Zeitmarkierungen. Ich erzähle erst die kleine Geschichte, also mache ein kleines Intro. Dann gucke ich mir die Box an, dann gucke ich mir das Buch an, dann gucke ich mir das Deck an, dann gucke ich mir die einzelnen Karten an mit einem Kartendurchlauf oder zeige sie. Dann mache ich noch ein kleines Statement dazu und dann gibt es auch noch ein Reading. Genau. Das ist der Ablauf, der ist dann alles in der Textbox unter dem Video. Da sind auch noch alle anderen Informationen, vielleicht auch noch mehr, die ich jetzt hier sage, weil ich ja im Moment noch gar nicht weiß, um was es hier genau geht. Ja, so, dann fangen wir mal mit dem kleinen Intro an. Und zwar hat mir die Petra Kühne, ich habe vor drei Jahren ungefähr oder zwei, ich weiß es nicht, ein Deck von der Petra Kühne und dem Chuck Spezzano vorgestellt. Das nennt sich Karten der Sexualität, Liebe und Zärtlichkeit. Und das fand ich unheimlich schön. Es hat eine tolle Energie. Ich habe da auch sehr tolle Readings mitgemacht, auch private jetzt für Klienten und habe sehr intensiv damit gearbeitet. Und irgendwann wollte es dann aber gehen. Ihr kennt mich, es bleiben selten Decks wirklich ewig bei mir. Und ja, dann schrieb mich jetzt die Petra an und meinte, wir kamen dann in Kontakt. Sie hatte sich irgendwie gefreut, dass ich eben die Karten vorgestellt habe, weil ja so wenig, weil diese Decks wohl irgendwie nicht so oft vorgestellt werden im deutschen Raum. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie mir ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, es gibt da extra ein Wort dafür, das habe ich jetzt vergessen, ein Exemplar schicken kann, dass ich das eben dann vorstelle. Dann habe ich mich natürlich gefreut und habe ja gesagt und jetzt ist es da. So, jetzt gucken wir uns das an. Die Petra ist übrigens eine ganz liebe, eine ganz tolle Frau und sie macht unheimlich schöne Kunst. Sie hat mir auch noch ein paar Karten mitgeschickt in dem Paket und also sie macht auch Engel. Sie hat, glaube ich, auch Engelskarten jetzt rausgebracht, der Engel liebt, ne? Der kann, also sie macht eine ganz tolle, also sehr energetisch, finde ich, sind ihre Bilder auch. So, das zur Petra. Den Chuck Spezzano kenne ich jetzt nicht so gut, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Vielen Dank, liebe Petra, dass du mir das jetzt hier zur Verfügung gestellt hast. Ja, dann machen wir mal, ach so, genau, das ist eigentlich die Geschichte. Ja, deswegen ist das Deck da und ich hatte auch schon immer damit geliebäugelt, aber habe dann gedacht, naja, ich habe ja die Karten der Sexualität, dann brauche ich ja nicht die Karten der Partnerschaft. Aber ich glaube, für mich ist es jetzt sogar fast besser mit der Partnerschaftskarten, weil ich ja auch viele Liebesreadings habe und vielleicht kann ich die da ganz gut verwenden. Und da geht es ja nicht immer nur um Sexualität. So, jetzt machen wir mal. Jetzt gucken wir uns erstmal die Box an. Also ich hatte ja schon gesagt, wie es heißt. Also man sieht es ja auch hier. Also das ist die Box von der Seite. Eine Riesenbox. Ich weiß schon wieder nicht, wie ich das dann wieder mal unterbringen soll, weil das Buch wahrscheinlich wieder riesig ist. Das ist natürlich von meiner Seite aus eine kleine negative Anmerkung. Aber ich bin da ja auch sehr speziell. Ich mag ja lieber alles klein und handlich. Hier steht, Beziehungen sind der Mittelpunkt des Lebens und unsere Chance für ein dauerhaftes Glück. Die Karten der Partnerschaft wollen dazu beitragen, eine Beziehung auch dann lebendig zu erhalten, wenn die Phase der ersten Verliebtheit vorbei ist und sie wollen dem Paar, das sie befragt, dabei helfen, erfolgreich alle Hindernisse und Klippen zu umschiffen, die jede Beziehung überwinden muss, um auf lange Sicht glücklich und erfolgreich sein zu können. Wie schon bei den Karten des Lebens hat die Künstlerin Petra Kühne auch hier wieder zu jedem Thema der insgesamt 90 Karten ein vollendetes kleines Kunstwerk geschaffen. Ein Begleitbuch,
erläutert die Bedeutungen jeder Karte, zeigt Prinzipien auf, die verstehen helfen, was eine Beziehung voranbringt und was sie zurückhält und macht Vorschläge für mögliche Befragungen. Die Karten der Partnerschaft sind eine wirkliche gelungene Fortsetzung der bereits vor einigen Jahren bei Vianova erschienenen Karten der Liebe und knüpfen nahtlos an deren großen Erfolg an. Ja, und der Chuck Spezzano, der das Buch dann eben geschrieben hat und vielleicht auch alles konzipiert hat, der ist Doktor der Psychologie und ich kann mich noch erinnern an das Buch von den Karten der Sexualität, dass es auch sehr psychologisch war. Also ich denke mal, dieses Deck kann auch sehr gut Menschen unterstützen, die eben innerhalb von einer Partnerschaft sind, weil, wie ja hier schon auf der Rückseite steht, ist jede Partnerschaft natürlich auch immer eine kleine Herausforderung, ne? Das ist ja logisch. Wir lernen ja immer voneinander. So, genau. Das ist also, wie gesagt, die Box. Die hat hier so einen Eingriff. Man kann es also gut aufmachen. Dann machen wir die jetzt mal auf. Es ist eine ganz normale eine ganz normale Box eigentlich. Also nichts Spezielles, würde ich mal sagen. Das ist das Buch. Das gucken wir uns gleich an. Und hier haben wir dann die Karten drin, ne? So, die dann auch aufgeteilt sind. Ich weiß noch, die Box... Verzeih mir bitte, liebe Petra, aber die Box von den Karten der Sexualität hatte ich dann irgendwann weggeschmissen, weil mir das einfach zu unpraktisch war. Aber ich bin da, wie gesagt, auch sehr speziell. Die meisten Leute lieben ja alles irgendwie groß und in eine Box zu machen. Von daher will ich jetzt gar nicht motzen. So, jeder ist ja anders. Ich gucke jetzt mal kurz ins Buch rein, da kann die Kamera auch wieder ein Stück abkühlen und damit ich euch ein bisschen besser was erläutern kann. Also ich habe jetzt mal ganz kurz in die Einleitung geguckt und es ist einfach sehr psychologisch. Ich kann das jetzt nicht einfach überfliegen. Also fangen wir einfach jetzt mal mit dem Buch an. Hier hinten steht, glaube ich, das Gleiche wie auf der Box. Wollen wir mal gucken, wann es rausgekommen ist. Wie gesagt, es ist auch vom Vianova Verlag. 90 Karten und Begleitbuch. Wann ist es denn rausgekommen? Zweite Auflage von 2013. Ja, okay. Und ich muss die Kamera, glaube ich, ein bisschen runter machen. So. Wir haben hier eine sehr ausführliche Inhaltsangabe mit einer Einführung, mit dem ersten Kapitel, wo es um die Bedeutung der Beziehung geht, dem zweiten Kapitel Erfolg und Harmonie in Beziehungen und das dritte Kapitel, wo es um die Befragung geht, also die einzelnen Karten, die befragt werden. Also hier, das ist sehr psychologisch, diese zwei ersten Kapitel, habe ich gesehen. Da kann man also wirklich auch schon ein bisschen was lernen bezüglich Beziehungen und wie man mit Beziehungen umgeht. Und dann geht man in die einzelnen Karten. Und die sind alle einzeln aufgeführt, ja. Und die Karten sind aufgeteilt in die Gaben. Das war auch schon bei den Karten der Sexualität. Die ersten 45 Karten sind sozusagen in die Heilung eingeteilt. Und die letzten 45 Karten sind ins Fallen, also in die Fehler, die man macht oder das, was eben eher destruktiv ist. Genau, und das war es auch schon. Hier sind auch noch Kontaktmöglichkeiten. Also in der Einführung steht unter anderem, dass die Karten der Partnerschaft gründen auf dem Tarot, was ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstehe, weil es ja eine ganz andere, anders gestaltet ist. Aber gut, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kriege ich es noch raus, dann schreibe ich es unten in die Textbox. Was hier auch noch steht, er schreibt halt auch... Ja, er möchte wirklich mit den Karten auch Partnerschaften, also Menschen, die in Partnerschaften sind, ansprechen, weil das oft auch gerade bei Karten, so habe ich das zumindest verstanden, nicht so häufig da ist. Ne? Also es gibt ja immer Karten der Liebe oder Karten der Des oder Des, aber der Partnerschaft an sich ist, also soweit ich das auch weiß, ist es eher selten. Und er schreibt hier noch eine schöne Geschichte. Der Zweck einer Beziehung ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, der Zweck einer Beziehung ist glücklich sein. Um dieses Ziel zu erreichen, müsst ihr lernen, heil zu werden, euch zu verbinden und eure Aufgabe als Paar zu erfüllen, die darin besteht, jedes Problem zu heilen, das zwischen euch aufkommt. Das müssen, finde ich jetzt wieder nicht so toll,
Oft ist es jedoch so, dass in dem Augenblick, in dem ihr ein Problem heilt, das zwischen euch steht, euer Unbewusstsein oder euer Unbewusstes bereits die nächste Schicht der Getrenntheit nach oben schiebt, damit auch sie geheilt werden kann. Das lässt emotionale Distanz zwischen dir und deinem Partner entstehen. Ohne die Absicht, diese emotionale Distanz zu überwinden, werdet ihr beide unter den Kämpfen und der Leblosigkeit begraben, die als Folge des Getrenntseins entsteht. Also es ist, wie gesagt, sehr psychologisch, aber den Absatz fand ich jetzt schon mal sehr interessant. Und dann haben wir im Kapitel 2 die Bedeutung der Beziehungen. Ach so, das war Kapitel 3, wo er sehr viel der Erfolg und Harmonie in Beziehungen. Also er hat hier einige Stichpunkte mit Gleichheit, Projektion, Angst und Nähe, Nehmen, Gleichgewicht, selbstgerecht oder zugehörig und weiß, ne, und das beschreibt er dann immer. Das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Verbundenheit, Gemeinsamkeit, wie er die Aufgabe einer Beziehung. Die Kraft der Entscheidung, Inspiration, Teufelskreis, Kommunikation, ja. Und im dritten Teil ist die Befragung der Karte. Ich weiß aber, dass hier noch irgendwas war mit... Ah, das kam dann bei der Befragung. Dann sind hier ein paar Legungen. Ja. Hier haben wir so die typische Dreierlegung, die man mit verschiedenen Sachen machen kann. Glaube ich zumindest. Oder Beziehungsbefragung. Da habe ich jetzt nicht reingeguckt. Und die Pyramidenbefragung. Und das finde ich interessant, weil hier geht es um Abhängigkeiten. Aber da weiß ich jetzt auch nicht, wie es geht. Das hatte ich jetzt nicht genug Zeit dazu. Um die verschiedenen Abhängigkeiten, die so entstehen können. Also hier ist wirklich, hier mit diesen Karten kann man wirklich sehr, sehr tief, denke ich mal, arbeiten, wenn es um Beziehungen geht. Um Partnerschaften. Ja. Ja, und dann kommen wir auch schon in die Karten. Die sind dann so aufgeteilt, dass man hier die Nummer der Karte hat, das Keyword. Die Karte ist auch in Schwarz-Weiß abgebildet. Man hat eine Beschreibung der Karte, beziehungsweise schon, man geht schon mehr in, ja, es ist eine Erläuterung eigentlich zu dem Annehmen im Prinzip. Und dann nochmal die Bedeutung der Karte, ja. Eine Erklärung und eine Bedeutung, so würde ich das jetzt ausdrücken. Und das dann zu jeder Karte. Also sehr ausführlich. Also eigentlich so ähnlich, wie das schon in dem Karten der Sexualität ist. Also so kenne ich das von ihm. Sehr viel Text, was mir ja immer wieder zu viel ist eigentlich. Aber ich denke mal, wer wirklich damit arbeiten will und wer auf der psychologischen Ebene auch wirklich an seiner Beziehung arbeiten will, also das macht er wirklich sehr, sehr gut. Ich habe ja auch ein bisschen Psychologie studiert, bin zwar Sonderpädagogin, aber wir hatten da auch Psychologie und habe mich auch sehr viel für Psychologie interessiert. Also das ist schon ein sehr, sehr tiefes Deck, würde ich mal sagen. Also jetzt auch so von dem Buch her, von der Bedeutung her, wie man damit arbeiten kann. Ja, das war es auch schon. Ich habe gar nicht gesagt, wie viele Seiten es hat. Es hat 220. Ja gut, wir haben jetzt hier natürlich noch einige. Ich würde mal sagen 220 Seiten und dann haben wir hier noch die anderen Sachen, die er gemacht hat. Karten des Lebens, Karten der Liebe. Wo haben wir denn die Karten der Sexualität? Ich glaube, das wird gar nicht mehr aufgelegt. Ich habe das nämlich auch gar nicht mehr im Internet gefunden. Schade. Naja. Das ist also das Buch. Ich mache jetzt noch mal kurz Stopp. Die Kamera muss sich ein bisschen erholen, denke ich mal. So, während hoffentlich die Kamera ein bisschen abgekühlt ist, habe ich hier mal die, wie heißt denn das, das Dings abgemacht, die Folie. Wir haben hier die Fallkarten und wir haben hier die Gabenkarten. Was mir jetzt sofort aufgefallen ist, die haben zwei unterschiedliche Rückseiten, finde ich jetzt spannend. Da habe ich jetzt gleich nochmal gelesen, ob man die dann auch getrennt verwenden soll. Das kann man machen, wie man will. Und genau, die Kartenverarbeitung ist so, dass die Karten sehr dünn sind. Das war auch schon bei den Karten der Sexualität so sehr, sehr dünn, muss ich sagen. Also ich bin ja auch nicht so der Fan von sehr dicken Decks, aber das ist sehr, sehr dünn. Die sind dadurch halt auch ein bisschen mehr laminiert, sonst würden die ja total knicken. Also, ne, es ist schon meiner Meinung nach ein bisschen an der Grenze.
Wir machen mal die Kartengröße. Ich habe hier ein ganz normales, normale Tarotkartengröße. Und die haben also Tarotkartengröße, was wieder ein Pluspunkt ist, finde ich, weil ich liebe ja Orakeldecks oder Kartendecks, die nicht so groß sind. Ja, genau. Und wir haben, wie gesagt, zwei verschiedene Rückseiten. Also die Größe ist dann 11 mal 7 cm, für die, die das nicht wissen, wie groß eine Tarotkarte ist. 11 mal 12 habe ich oder 11 mal 11. Weiß ich jetzt selber nicht. Schreibe ich hier rein, vielleicht verwechsel ich das gerade. Ich glaube, es ist 12 mal 7. Ah, ich weiß es nicht. Okay, das sind also die Rückseite der Gabenkarten und das ist die Rückseite der Fallkarten. Ja? Und wie gesagt, sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ja, wie gesagt, ein bisschen mehr laminiert als ich, ja, ein bisschen mehr laminiert, aber das ist auch in dem Fall gut, weil die Karten eben sehr dünn sind, sonst würden die ja gleich kaputt gehen. Ja, der Aufbau ist dann so, dass wir hier das wunderschöne Bild haben. Und hier haben wir die Zahl der Karte, also jede Karte hat eine Nummer und wie heißt denn das? Ein Keyword. Und dann steht auch hier drunter immer noch, dass es die Gabe ist. Ja, damit man weiß, ob es eben... aber man erkennt eigentlich schon von der Energie her, ob eine Karte eher konstruktiv oder eher destruktiv gehalten ist, finde ich. Also ich hoffe, man sieht was. Ich musste die Vorhänge zumachen, sonst... jetzt ist die Kamera ausgegangen, weil ich irgendwie hier zu viel bewegt habe. Ich hoffe nicht, dass es jetzt wegen der Hitze war. Also, wir haben hier... Die erste Karte, annehmen. Die zwei, Aktivitäten. Die drei, Belohnung. Oh, ich hätte mir meinen Fingernägel vielleicht mal sauber machen sollen. Ich habe eben noch den Hund gestreichelt. Vier, Berichtigung. Fünf, das süße Leben. Sechs, deine Gabe geben. Sieben, die Hand reichen. Dann haben wir die Eigenverantwortung. Das finde ich äußerst wichtig. Einbeziehung. Die sind so schön bunt. Die Farben gefallen mir. 10 ist der Erfolg. 10 haben wir Fehler eingestehen. 10 Flitterwochen. Das ist auch das Bild von dem Cover. Freiheit. Wow. Das ist für mich immer sehr wichtig. Dann haben wir die Gaben. Die Gastfreundschaft. Geistige Verbindung, Gemeinsamkeit, Geschichte der wahren Liebe, die Gleichheit, die Heilung. Helfen. Hingabe. Humor. Innige Zuwendung. Integration. Integration.
Leidenschaft. Lernen, ja, das ist auch wichtig. Partner sein. Die schöne Überraschung. Segen. Sex. Süße Erlösung. Teilen. Trost. Über Fehler hinwegschauen. Unser Bestes geben. Unser Geliebter. Verbundenheit. Verstehen. Wehrlosigkeit, ist das auch eine Gabe? Das ist ja interessant. Wertschätzung und zulassen, dass du geliebt wirst. Oh, da haben viele ein Problem mit. So, jetzt kommen wir zu den, übrigens ist mir aufgefallen bei den Gaben eben dieser Diamant, ne, finde ich auch wieder interessant. Also und die Sterne beim Fallen. Okay, jetzt kommen wir zu den Fallkarten. Das ist 46 mit der Abhängigkeit. Oh, ich glaube, die Kamera wird zu heiß. Ist ja eine richtige Heizung hier. Abwehrendes Verhalten. Angriff. Angst vor Unzulänglichkeit. Aufopferung, Ausreden, Ausschluss, Besitzanspruch, Beziehungsverschwörung. Wow, das Wort habe ich ja auch noch nie gehört. Bürde. Die Vergangenheit verzerren. Dissoziation. Das passiert natürlich bei Traumatisierten. Dunkle Geschichten. Ein Problem als Spiegel der Beziehung. Ein Bruch herbeiführen. Etwas Besonderes sein wollen. Familienmuster. Familienverschwörung. Wow. Forderungen. Geheime Absprache. Das ist ja krass. Groll. Kompensation. Wow, Konkurrenz innerhalb von einer Beziehung. Auch krass. Kontraktion. Langeweile. Leiden. Leugnung. Machtkampf. Wow.
nehmen. Der sieht ziemlich ausgedörrt aus. Ödipale Verschwörung. Projektion. Rollen. Ja. Schatten. Schmerz des heiligen Feuers. Schwelgen. Aha. Selbstsucht. Starrköpfigkeit. Also ich habe jetzt gegen die Mauerrennen gelacht, nicht wegen dem Keyword. Sucht. Oh, die tote Zone. Interessant. Trauma. Übertragung. Verrat. Verschmelzung, Verschwörung und der Wutanfall. Also die waren jetzt, glaube ich, alle alphabetisch geordnet. Ja, ich muss jetzt erstmal die Kamera ausmachen, Leute. Ich spüre totale Hitze hier schon allein in der Höhe und die erstmal abkühlen lassen. Dann sage ich noch was dazu. So, jetzt geht die Kamera, ich hoffe, die Kamera schafft es jetzt bis zum Ende. Also ich finde, also erstmal zu den Illustrationen, ich finde die unheimlich toll. Also die fand ich ja auch schon bei den Karten der Sexualität toll, weil sie einfach sehr, sehr energetisch sind. Und wenn man jetzt so drauf ist wie ich und auch fühlen kann, was in der Karte so drin ist, also dann... Also es ist einfach ein unheimlich, von dem Energetischen her unheimlich schöne Karten, natürlich auch von der Kunst her. Und auch sehr freudvoll, gerade auch hier wieder diese positiven oder diese Gabenkarten, ne? Auch hier mit der Leidenschaft, also wie sich dann auch so die Energien teilweise vermischen, finde ich total klasse. Also tolle Illustrationen, Petra. Aber ich war ja auch schon sehr begeistert von dem Karten der Sexualität Deck mit den Illustrationen. Auch die Fallkarten sozusagen. Auch hier die Energie, die rüberkommt, die natürlich dann eher destruktiv ist, ist unheimlich klasse. Ja, also sehr begeistert wieder mal von dem von den Illustrationen. Man kann auch viel rausholen, auch ohne jetzt dieses Keyword, also ich zumindest. Nicht aus jeder Karte, aber aus vielen. Schmerz des heiligen Feuers, Schatten, also wirklich ganz toll. Ja, also genau. Und so, was ich jetzt aber ein bisschen problematisch finde, ist nicht die Illustration, sondern einige Keywords. Einige finde ich unheimlich klasse, weil die in anderen Decks überhaupt nicht da sind. Auch das war auch schon bei den Karten der Sexualität so. Wo ich jetzt ein bisschen aufgestoßen bin, ist zum Beispiel die Dissoziation. Ich habe eine Freundin, die wirklich hochgradig traumatisiert ist und die mir das auch mal erklärt hat mit dem Dissoziieren. Und ich habe mir gerade das im Buch durchgelesen. Also ich weiß nicht, ob sowas... weil Dissoziieren ist wirklich eine Sache... Da braucht man meiner Meinung nach auch ein bisschen Tools und ein bisschen vielleicht auch eine psychologische Unterstützung. Hier sind so einige Sachen, wo ich so denke, das ist sehr, geht sehr in das Trauma rein. Und da sollte dann im Buch vielleicht auch hingewiesen werden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er es gemacht hat, aber ich glaube nicht, dass man sich dann vielleicht auch tatsächlich professionelle Hilfe suchen sollte. Ne, gerade bei Dissoziation, wenn man merkt, man dissoziiert oder wenn man, ich weiß nicht, da waren noch andere Karten, wo ich so gedacht habe, das ist jetzt so an der Grenze. Ne? Das ist ja ein Deck, wo man als Partnerschaft mitarbeiten kann, um eben Dinge aufzulösen, aber es gibt eben manche Dinge, die kann man nicht alleine oder durch Karten alleine auflösen, sondern da braucht man einfach noch eine sehr professionelle Unterstützung.
Und das war, ja, da weiß ich jetzt halt nicht. Also das ist jetzt keine negative Kritik, aber da sind einige Keywords, wo ich so denke, das ist an der Grenze. Das war auch schon bei dem Karten der Sexualität so, ja. Ich selbst konnte damit ja umgehen, weil ich ja eben auch erfahren bin, aber wenn, ja, wenn eben jemand nicht damit nicht umgehen kann, mit Dissoziieren oder mit, ich weiß nicht, was hier noch so alles war, dann ist es schwierig, da alleine rauszukommen. Ne, das weiß ich. Ich weiß aber jetzt auch nicht, was er jetzt noch im Vorwort geschrieben hat. Vielleicht hat er das auch irgendwo angemerkt. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist mir halt aufgefallen, dass das sehr, sehr gut ist. Teilweise wirklich auch sehr gut ist, oder es ist auch sehr gut, das eben auch in einem Deck anzusprechen, aber es hat eben auch seine. Es ist sehr, wie soll ich sagen? Ja, ich finde jetzt das Wort nicht. Grenzwertig ist falsch, weil es ist ja nicht grenzwertig, aber es geht eben schon sehr, ja, ins Traumatisierte, ne? Und wer ein Trauma hat, wer ein tiefes Trauma hat, weiß, dass es nicht so einfach ist, da einfach so rauszukommen, ne? Genau, so, das wollte ich noch anmerken. So, dann weiß ich jetzt gar nicht, wie wir das machen. Ich hatte mir überlegt, dass wir jetzt einfach mal diese eine Legung machen. Und zwar weiß ich jetzt irgendwie noch nicht, vielleicht probiere ich das jetzt auch gerade mal schnell aus, aber ob wir einfach die Karten jetzt mischen und gucken, was dabei rauskommt. Oder ob wir diese eine Legung machen. Und dann weiß ich aber auch nicht, ob ich die mische oder ob ich die einzeln mache, weil wir hatten da eine Legung, die war mit drei Karten: Problem, Durchbruch und Endergebnis. Ich glaube, ich lege auf das Problem die Fallkarten, auf den Durchbruch beide Karten von jeweils den verschiedenen und auf das Endergebnis, auf die Heilung sozusagen, die Heilkarten, genau. So machen wir das. Wir gucken jetzt erstmal, wie die sich. Also, wir machen das jetzt doch getrennt. Also die lassen sich natürlich super genial mischen, weil sie natürlich auch sehr, sehr, sehr. Oh, da ist jetzt eine davon reingeflutscht. Muss ich mal gucken. Weil die natürlich auch sehr dünn sind, dann lassen die sich natürlich genial mischen. Das ist klar. Naja, da muss man aber trotzdem ein bisschen aufpassen jetzt, dass die natürlich nicht verknicken. Also, jetzt habe ich das Buch zugemacht, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es war. Problem, Endergebnis und was war dazwischen, weiß ich jetzt nicht. Also die Leute, die jetzt in einer Partnerschaft sind, ich glaube, man kann diese Karten auch sehr gut für nochmal, also egal, ob es jetzt eine Liebespartnerschaft ist oder nicht, verwenden, weil da waren noch einige Key, also die meisten Keywords, bis jetzt auf Sexualität vielleicht, die da ja drin war und ich weiß nicht was, kann man die auch sehr gut auf andere Beziehungen, die jetzt nicht unbedingt auf romantisch sind, sage ich jetzt mal, verwenden, weil. Was steht denn hier? Liebe und Partnerschaft und Beziehungen. Liebe in. Ja, gut. Er hat es schon mehr auf Liebesgeschichten. So, da fragen wir jetzt mal. Wo war das denn jetzt? Leute, Leute, ich lege mir mal den Stein hier hin. Problem, Durchbruch und Endergebnis. Okay. Gucken wir mal, was die Karten sagen. Du kannst jetzt gerne deine Partnerschaft mit reinbringen. Ja. Legen wir erstmal zum Problem eine Karte. Eine zum Durchbruch. Und das Ganze auch nochmal mit der Gabe. Und zwar auch zum Durchbruch. Und zum Endergebnis. Okay.
So, jetzt weiß ich nicht, wie der das jetzt hier. Ich weiß jetzt nicht, ich muss jetzt selber gucken, wie wir das machen. Also, das Problem ist Sucht. Der Durchbruch ist Verrat und Helfen. Und das Ergebnis ist Gastfreundschaft. Da muss ich jetzt ins Buch gucken, Leute. Wow, Leute, das geht jetzt tief. Also ich habe jetzt eigentlich nur bei der Sucht geguckt und bei der Gastfreundschaft. Weil bei der Sucht war mir jetzt nicht klar, ob man innerhalb der Partnerschaft süchtig ist, also zu dem anderen, also zu dem Gegenüber, oder ob man eine Sucht hat. Und in diesem Text schreibt der Chuck auch, dass man professionelle Hilfe eventuell aufsuchen sollte. Also er sagt das schon im Text, was ich eben ein bisschen bemängelt hatte bei dieser einen Karte mit, wie hieß die noch? Ich weiß es nicht. Also er sagt dann schon, wann professionelle Hilfe aufgesucht werden sollte und wann nicht, genau. Also bei dieser Sucht geht es jetzt bei dem Problem in deiner Partnerschaft oder in der Partnerschaft, um die es hier geht, ist Sucht das Thema. Und Sucht kann jetzt alles Mögliche sein. Das muss nicht unbedingt Alkohol- oder Drogensucht sein. Es kann auch Arbeitssucht sein. Es kann Sexsucht sein. Es kann Essenssucht sein. Es kann Selbstsucht sein, von mir aus auch. Nee. Aber es eben alles, wonach man süchtig ist, mehr süchtig ist als zum Beispiel nach dem Partner. Ja, und das kann jetzt sein, dass derjenige ist, der, also in dem Fall jetzt, ich sage jetzt einfach mal, du bist oder dein Partner ist, ja. Es ist auf alle Fälle Thema in eurer Partnerschaft, Sucht. Und der Durchbruch ist jetzt, wahrscheinlich ist es so, wenn man mit Sucht zu tun hat in der Partnerschaft, ist es so, dass man in der Regel co-abhängig ist. Also ist jetzt egal, ob es um Alkohol geht oder sonst irgendwas. Man kommt in so eine Helfersituation, ja. Man kommt in so eine falsche Helfersituation eigentlich, weil man den anderen ja im Endeffekt nicht verraten will, ja. Aber der Durchbruch wäre jetzt, aus diesem falschen Helfer-Syndrom rauszugehen und aus der Angst, man könnte den anderen verraten, in das wahre Helfen, nämlich das Helfen aus dem Herzen heraus. Und das Helfen aus dem Herzen heraus ist ein Helfen, wo man wirklich das Problem erkennt, nicht die Sucht unterstützt, sondern wirklich versucht, konstruktiv zu helfen. Zum Beispiel mit dem Partner zu einer Suchtberatung zu gehen oder selbst erstmal zu einer Suchtberatung zu gehen, weil oft ist man ja, wie gesagt, co-abhängig. Also nicht in diese Falle reinzufallen der Sucht, hier steht ja auch Falle, ja, und die Sucht zu unterstützen, weil man Angst hat, man verrät den anderen damit, wenn man eben das nicht unterstützt und man verliert den anderen dadurch. Ich weiß nicht, welche Hintergründe dann oft da sind, sondern wirklich helfen im Sinne vom konstruktiv helfen. Dem anderen wirklich eine Hand geben, dass er aus der Sucht rauskommt. Und das fängt meistens auch bei einem selbst an, also wenn man selbst jetzt nicht der Süchtige ist, sondern der Co-Süchtige, dass man erstmal selbst meinetwegen zu einer Beratungsstelle geht und sich selbst erstmal unterstützen lässt, wie man eben den Suchtpartner unterstützen kann. Das ist für mich dann so hier diese, wie ist das jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, wie das heißt. Der Durchbruch, genau. Da kann man dann vielleicht das Ganze durchbrechen, ja, dieses ganze Problem. Und dann kann man wirklich das leben, was man im Herzen fühlt. Und diese Gastfreundschaftskarte drückt mehr oder weniger aus. Hier geht es um den Partner wirklich auch willkommen zu heißen. Weil hier ist der Partner nicht wirklich willkommen. Hier ist man noch in so einer Situation, man will den Partner nicht verlieren. Aber man kämpft eben mit der Sucht, egal ob man selbstsüchtig ist oder eben co-süchtig, ja. Und wenn man das aber durchbricht und konstruktiv dran arbeitet, dann kann man wirklich das Herz öffnen und den Menschen wirklich auch empfangen. Also das ist dann eigentlich die Herzöffnung für mich, diese Gastfreundschaft.
Das wäre dann das Ergebnis, aber das ist natürlich ein langer Weg. Ja, es passt natürlich jetzt wahrscheinlich nicht auf jede Partnerschaft, weil nicht in jeder Partnerschaft ist eine Sucht. Aber ich möchte ja hier auch erklären oder zeigen, wie tief die Karten gehen können. Und ich finde diese Legung von dem Kartenbild eigentlich sehr, sehr tief, weil es hier tatsächlich um Co-Abhängigkeit geht, um Sucht, um Co-Sucht sozusagen, darum, dass man den anderen verraten könnte, darum, dass man aus einem falschen Denken heraus helfen möchte, aber eben dadurch das Ganze noch verschlimmert. Und das Helfen ist wirklich erstmal, sich selbst zu helfen, um aus der Co-Abhängigkeit rauszukommen. Nur so kann man auch dem Partner helfen und letztendlich auch der Beziehung. Und so, ne, mit der Gastfreundschaft letztendlich. Ja, das ist schon interessant hier, was hier jetzt zum Vorschein kommt. Ich meine, natürlich steht hier bei Verrat wahrscheinlich was anderes, aber für mich war das jetzt sehr eindeutig in dieser ganzen Kombination. Du kannst mir ja selber, wenn du magst, mal in den Kommentaren schreiben, was du da jetzt interpretiert hättest. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur ganz kurz, also wirklich nur quer gelesen, die Sucht und auch die ersten zwei Sätze von der Gastfreundschaft. Die Texte gehen natürlich viel tiefer. Wer jetzt nicht so intuitiv arbeitet wie ich, die Texte bringen auf alle Fälle auch was. Also die sind sehr, sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil der Chuck eben auch gesagt hat, hier, wenn es nicht funktioniert, dann professionelle Hilfe. Finde ich sehr, sehr wichtig, dass das dann auch gesagt wird. Ja, das ist die Legung. Das sind die Karten. Sehr interessant. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wie ich damit arbeite, weil ich habe ja so mein eigenes Legekonzept. Aber im Prinzip für eine Partnerschaftslegung ist das jetzt hier mit dieser kleinen Legung auch schon sehr, sehr, sehr produktiv, die ich gerade gemacht habe. Ja. Ja, liebe Petra, vielen Dank, dass du mir dieses Deck überlassen hast. Ich hatte sehr viel Freude, das jetzt hier auch vorzustellen. Ich freue mich natürlich wie immer auch über Kommentare von euch, die das jetzt hier angeguckt haben. Und vielleicht hat ja auch schon einer das Deck, möchte noch was dazu sagen. Oder auch Likes natürlich, freue ich mich natürlich auch. Und wenn du noch Fragen hast zu diesem Deck oder zu anderen Decks, die ich habe, oder wie man eben Karten liest und so weiter, oder wie, wenn du eine private Lesung von mir haben willst, vielleicht sogar eben auch zum Karten, zur Partnerschaft, dann darfst du mich natürlich gerne anschreiben. AndreaWirk.com, das ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer, da findest du meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema. Und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben. Oder ansprechen mit Sprachnachricht. Yeah. Und ich mache das mal weg, weil das immer hochgeht. Ja, ich wünsche dir alles Liebe und ich danke dir sehr, dass du mich hier begleitet hast. Und ja, tschüss.